Assassin's Creed Black Flag. Jetzt halt bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Wir verfolgen immer noch in der Nachtdämmerung. Pass auf, das Kanonenboot. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Und jetzt? Ach so, okay. Jetzt müssen wir erstmal die Glocken sabotieren. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich relativ lustig. Dann schauen wir mal. Das ist so eine Art Moorgebiet hier. Schauen wir mal, dass wir hier... Uah. Ja, Sperrgebiet. Warum markiert er mir die nicht? Ah, jetzt. Zack, da war der erste schon mal weg. Wow! Bleib doch da drin! Oh nein! Wow, ist das knapp! Wow, ist das knapp! Wow, ist das... Ist das knapp! Ist das knapp? Wow! What the fuck? Oh nein, wir werden sterben! Wow! Puh, war das knapp. Schon gedacht, dass... echt gedacht, das artet jetzt aus. Jetzt weiß ich auch, warum er kein Schwert benutzt, weil er sie nur betäubt. Naja, er haut ihn in die Fresse. Das viel schöner ist oder so, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, dann wollen wir mal die Glocke sabotieren. So, weiter geht's. Großsegel setzen. Das hätte man auch ein bisschen anders lösen können, aber... Da drüben. Naja. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Ja, würde ich auch sagen, aber... Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Das wird früher oder später darauf hinauslaufen. Wir dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Fahr zulegen. Immer mit der Ruhe, Captain. Leicht vom Wind abfahren. Spannend ist es. Sehr, sehr spannend. Wir entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. So. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich auf das Kanonenboot. Ich wurde beletztes Mal. Und das nächste Mal hast du mein Kartenspiel verloren, wenn ich mich nicht irre. Was? Hast ja recht. Na dann komm, der Captain wartet. Da war ein Hai, wenn ich das richtig gesehen habe. Diese verfluchten Insekten. Ei, die Moskitos saugen uns das letzte bisschen Lebenskraft aus. Glaubst du, es stimmt, was man über Blackbeard sagt? Dass Feuer aus seinem Kopf schießt? Wie aus einem Vulkan? Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihnen im Bunde. Sei bloß dankbar, dass dein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinwagt. Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen.
Zwei Krokodile kommen zum Abendessen. Meiner alter Kumpel. Nicht warm heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. Die Blockade sollte bald enden. Ich krieg einen Landkoller und dieser Drecksumpf reicht mir nicht. Man sollte meinen, es ging um Gold. Oder rum wenigstens. Um nichts als Medizin, um alle Zipperlein zu kurieren, die bei denen an Bord fühlen. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Das war knapp. Sneaky jetzt hier lang. Ich hoffe, wow. Du heute schon Krokodile gesehen? Ich kann schwören, wenn wo müssen wir denn jetzt? Nein. Ruhige Nacht. Bist du sicher? Wow, was eine geile Kirche, aber ich habe gar keine Zeit, das zu gucken. Schade eigentlich. Der Hauptmann war. Wo muss ich jetzt lang? Hallo? Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da auf die Kiste. Gut. Hauptmann Wyatt ist ein geduldiger Mann. Stand where you are. Wow, 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 wow. Das war knapp. Hallo. Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Hallo, hallo, hallo. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Ich dachte, wir schaffen es nicht. Achso, jetzt müssen wir noch die Unter... Oh! Fuck! Fuck, 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 fuck. Hallo, duck, duck dich doch! Och nein! Wie dämlich. Ich sehe überhaupt nichts, weil es so dunkel ist. Ich hoffe, ihr seht mehr. Und weg ist er. Bam. Können wir aber noch, die können wir aber, bevor wir da die in die Belauschen gehen, können wir doch die hier ausschalten und mal eben gucken, dass wir die ausplündern. Schon einmal dabei sind. Weil je mehr wir davon haben, desto besser ist klar. Wow. Boah, das sah gruselig aus. Ah, da hinten steht noch einer. So, jetzt müssen wir eben das Gespräch belauschen. Das machen wir doch mal. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch, haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Das war knapp. Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen. Verfluchter Idiot. Okay. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus!
Mist. Hallo, hallo, hau ihn doch! Warum? Ah, wir müssen... Ah, okay. Wir müssen ihn verfolgen. Ich dachte, wir müssen jetzt hier kämpfen. Also sieht der sehr stark danach aus, dass wir den Schlüssel holen müssen. Also, weil er sagt, er hat den Schlüssel, also müssen wir ihm dann halt... Hallo, lauf, Edward. Edward, lauf einfach. Tut doch etwas, ihr Narren! Unternehmt was! Erschießt ihn jemand! Hey, halt! Hey, stopp! Tötet ihn! Wow. Wow. Wow, 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 wow. Boy. Spring, Edward, spring! Wow! Wow! Erschießt ihn jemand! Wow! Oh Gott! Oh Gott, steh mir bei! Und schlachte diese Teufel! Oh. Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Wahnsinn. Mann, was eine spannende Verfolgungsjagd jetzt. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem 4. Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein 5. eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt... Oder dir darunter. Okay. Also erst verlässt uns Bonnet. Ein guter Freund. Oder beziehungsweise den wir kennengelernt haben. Und ja, unser jahrelanger Freund Blackbeard wird uns auch jetzt verlassen. Alle verlassen sie uns. Mal gucken, worauf das hinausläuft. Ja, Mission beendet. Schauen wir mal, worauf das hinausläuft, das Ganze. Neue Trophäe, die richtige Arznei-Mission habe ich bekommen. Hui. Und Uplay-Punkt. Uhu. Das sieht sehr, sehr spannend aus, wie es jetzt weitergeht. Oh! Darum, was Olli hier möchte mit uns darüber reden, auf dem Material, das sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe sie im Aufzug. Ja, das ist ja klasse. So wie ich es mir gewünscht hatte. Wir sind wieder in der Abstergo Entertainment System Abteilung, wo das Ganze hier läuft mit den Assassin's Creed und so. Hier ist unser Arbeitsplatz, wir haben schon ein paar Trophäen gesammelt. Und ja, aber wie es da weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge Let's Play Assassin's Creed hier auf meinem Channel. Und ja, ich würde sagen, das war's. Also, macht's gut. Tschüss.